Felix Sonnenbusch 2-2 am 17. Spieltag. Ihr seid Herbstmeister. Grund zur Freude nach dem 2-2? Ja, absolut. Denk schon. Unterm Strich von uns, denke ich, ein ordentliches Spiel. Wir haben wieder viel Leidenschaft gezeigt, viel Kampf, das, was uns so stark macht. Und ja, der Punkt ist dann mit dem Tor hinterher, mit dem zweiten, der aus meiner Sicht nicht drin war, ein bisschen unglücklich, aber ich denke trotzdem, gegen so eine starke Mannschaft wie Homburg können wir mit dem Punkt auch gut leben. Und ja, Herbstmeisterschaft ist schön, können wir uns zwar nichts von kaufen, aber trotzdem schon ein gewisser Lohn für unsere Arbeit. Ich wollte gerade fragen, das 2-1 der Homburger, Torfragezeichen, wie hast du das wahrgenommen? Wann hat der Schiedsrichter sich entschieden, dann doch zur Mittellinie zu zeigen? Also aus meiner Sicht stand er genau auf der Linie, ganz klar nicht drin. Der Ball tickt meiner Meinung nach mitten auf der Linie drauf. Und selbst der Homburger Stürmer, glaube ich, spielt weiter, hat gar nicht reklamiert auf Tor, weil er es selber genauso sieht. Und ich denke, dass der Linienrichter den Ausschlag gegeben hat. Der Linienrichter hat, glaube ich, dann angesagt über das Mikrofon, dass er drin war. Und, ist halt schade, ist halt Regionalliga, keine Torlinientechnik, kein nichts. Da passiert sowas dann auch mal von den Unparteiischen. Aber wie wir danach zurückgekommen sind, war sensationell, muss ich sagen. Danach die Stimmung im Stadion auch, das hat nochmal alle angeheizt. Wurde dann auch ein bisschen emotional, aber trotzdem nicht kopflos von uns. Und deswegen denke ich schon, dass wir damit sehr gut umgegangen sind. Ja. Ich habe selten in der Hinrunde so eine emotionale Haupttribüne. Der B-Block hat sowieso immer Alarm gemacht, erlebt wie heute. Habt ihr das auf dem Platz auch so erlebt, beziehungsweise macht sowas dann Spaß oder ist es dann ein Spiel, das eher stresst? Nee, also in dem Fall war es so, dass es so ein bisschen jetzt erst recht war, denke ich. Dass dann alle unbedingt nochmal zurückkommen wollten, das Spiel auch noch komplett drehen wollten. Und Stress macht es gar nicht. Das motiviert absolut. Und ich denke, das haben wir auch gesehen, dass wir waren sowieso motiviert in dem Spiel, aber dann nochmal irgendwie eine Schippe mehr, als die Homburger gegeben haben. Dass ihr dann aufs 3-2 gegangen seid, war das die Ansage des Trainers, war das Matchplan oder kommt das aus der Mannschaft raus? Tendenziell ist ja immer so, wenn wir zu Hause spielen, wollen wir jedes Spiel gewinnen. So. Und da braucht der Trainer gar nichts sagen. Klar, der Matchplan war Gewinn, aber erstmal wieder unsere Tugenden als Mannschaft stark sein, vollen Einsatz bringen, das, was uns auszeichnet, das, was uns stark macht. Und der Rest kommt dann von ganz alleine. Und wenn es so emotional ist und so laut, kann der Trainer von außen noch wenig Einfluss nehmen, muss man sagen. Dann vielen Dank für ein ganz tolles Fußballspiel, für eine fantastische Hinrunde, an der du entscheidenden Anteil auch hattest. Dankeschön. Und wir freuen uns auf nächsten Samstag. Dann ich mich auch. Damit starten wir. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem 17. Ja, und damit auch schon letzten Spieltag der Hinrunde in der Regionalliga Südwest zwischen den Stuttgarter Kickers und dem FC 08 Homburg. Endstand vor 4.750 Zuschauern in einem packenden Regionalligaspiel am Ende 2-2. Ich begrüße alle Gäste oben in der Spielbank Business Lounge, alle Presse- und Medienvertreter hier und natürlich auch ganz recht herzlich beide Trainer, Gästecoach Danny Schwarz und Kickers-Trainer Mustafa Ünal. Ja, Danny, ich kann es nicht neutral sehen. Wenn ich es neutral sehen würde, würde ich sagen, wir haben ein sehr hochwertiges Regionalligaspiel gesehen, wo alles dabei war. Wie sind die Worte von dir? Ja, hallo zusammen. Ja, ich habe mir das gerade im Kopf schon zurechtgelegt, dass ich gesagt hätte, ja, Fußball hat's, was willst mehr als neutraler Zuschauer. Ja, Bombenstimmung, Regen, tiefer Platz und zwei Mannschaften, die um jeden Zentimeter Boden gefeitet haben. Ja, wir haben unsere Jungs schon genau auf das Szenario eingestellt. Die ersten 20 Minuten, habe ich gedacht, okay, so ganz genau haben sie nicht zugehört, haben uns unglaublich schwer getan, diese Intensität anzunehmen, diese Wucht, die die Kickers hier entwickeln können daheim. Und ja, da haben wir schon wirklich lange gebraucht, um da zu sein und auch wach zu sein. Ja, da waren wir teilweise schon ein bisschen schläfrig und auch mit Ball unpräzise. Und ja, mit dem 1-0 war so ein bisschen ein Brustlöser, ja, da sind wir ein bisschen besser in die Partie gekommen, auch wenn wir nie die zu unserer Ruhe gefunden haben im Ballbesitz, ja, weil es der Gegner uns einfach auch unglaublich schwer gemacht hat, weil sie halt, aber das wussten wir, dass sie halt ständig Druck auf den Ball geben und wenn man dort ja, nicht die Ruhe hat oder auch schlechte Entscheidungen trifft, kommt nie Ruhe ins eigene Spiel und so ist es dann so, dass es immer auf Messerschneide ist und man eigentlich immer in die Defensive gedrängt wird. Und ich denke, in der zweiten Halbzeit war es das gleiche Bild.
Wir kommen dann mehr oder weniger, ja, was auch unsere Stärke ist, ja, durch ein schnelles Umschaltspiel, ein wunderschönes Tor oder auch nicht Tor, weiß ich nicht, wir haben keinen Videoschiedsrichter. Ich sage jetzt mal, der war einfach mal drin, zum 2-1 und ist dann, ja, und haben das dann über die Zeit gerettet. Muss man dann so ehrlich sein, dass dann die Kickers so die letzten 20 Minuten, ja, kam ein Eckball, eine Standard nach der nächsten. Und ja, dann haben wir noch ein bisschen auf Fünferkette umgestellt, um einfach noch ein bisschen Größe zu haben. Und dann hat man auch wirklich auch ein bisschen Substanzverlust in unserer Truppe gemerkt. Ja. Unsere Innenverteidiger oder fast die ganze Kette war unter der Woche krank. Ja, das sind die Dinge, wo ich dann einfach ein Kompliment aussprechen muss. Ja, sie haben bis zuletzt gefightet, ja, gegen einen Gegner, der uns komplett alles abverlangt hat. Und wir sind mit dem 2:2 glücklich, ja, haben ja, die Kickers jetzt nicht davon ziehen lassen. Und hätte man vorher noch das gesagt, 2:2 in dem Topspiel, hätte ich gesagt, ja, nehme ich so an. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Mehr habe ich auch nicht. Vielen Dank, Danny. Ja, Musti, auch wenn wir uns davon nichts kaufen können, herzlichen Glückwunsch zur Herbstmeisterschaft. Herzlichen Glückwunsch zum 100. Pflichtspiel. Und es war eines der intensiveren, sicherlich, unter deiner Führung. Ja, hallo in die Runde. Erstmal zum Spiel. Ich denke, man hat über 90 Minuten gesehen, dass wir unheimlich mutig gespielt haben, unheimlich viel investiert haben. Die Mannschaft, die ganze Kulisse, alles bereit war, ja, für einen Heimsieg. Und dann ist es auch so, dass, ich meine, wir haben die Szene gesehen, das war kein Tor, definitiv kein Tor, das war nicht mal knapp, weil der Ball einfach deutlich, also der Ball muss komplett hinter der Linie sein, der war gar nicht hinter der Linie, nicht mal im Ansatz. Und daher tut es unheimlich weh. Ja, also wir schießen 2 Tore, der Gegner schießt 1 und wir kriegen trotzdem nur einen Punkt. Und das tut weh. Das erlebe ich jetzt zum ersten Mal. Tut mir auch leid für den Linienrichter. Ich denke, wenn er sieht, ihn wird es am meisten stören. Was mich ein bisschen wundert, er hebt die Fahne hoch und steht am 16er, nicht mal auf der Grundlinie. Ja, und das geht nicht. Auf diesem Niveau so ein Topspiel, so eine Kulisse, 2 geile Mannschaften, überall Topspieler unterwegs. Man kann Fehler machen, aber man kann kein Tor herschenken. Also dieser Elfmeter kann ich geben, kann ich nicht geben, Freistoß, Hand, passiert alles, aber bei so einer Entscheidung, das darf man nicht machen. Aber wie gesagt, ich denke, ihm tut es auch nicht gut, jetzt diese Entscheidung, wenn er die Bilder sieht. Trotzdem möchte ich jetzt das Spiel nicht auf die eine Aktion beschränken. Auch wenn die unheimlich wehtut, diese Aktion. Ich denke, wir haben jetzt, wie gesagt, die ganze Hinrunde durchgespielt, haben wirklich tolle Spiele abgeliefert, inklusive heute. Und daher bin ich stolz auf jeden Einzelnen. Ja, in der Kabine gab es auch gesagt, es geht nicht immer darum, Spiele zu gewinnen, sondern auch diese Art und Weise so aufzutreten, auch mit der Kulisse. Es war einfach ein sehr gelungener Tag. Hätten gerne gekrönt das ganze Ding mit dem Heimsieg, das haben wir leider nicht geschafft, aber nächste Woche geht es ja direkt weiter gegen Offenbach. Ich denke, da kommt was Ähnliches auf uns zu. Und dann freuen wir uns aufs nächste Highlight. Ansonsten, ja, Danny, euch weiterhin alles Gute. Auch im DFB-Pokal, genießt es. Ja, und wie gesagt, eine gute Zeit euch und eine gute Heimreise nachher. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Musti. Und damit öffnen wir die Fragerunde. Ja, Klaus, vielleicht kurz vorkommen zum Mikrofon. Und dann kannst du die erste Frage stellen für die Bild-Zeitung. Hier sind beide Mikrofone. Ja, solche krassen Schiedsrichterfehlentscheidungen wird es ja nicht immer geben. Sie sind jetzt Meister, könnten noch eins draufsetzen, wenn man Herbstmeister ist, will man jetzt auch die Rundenmeisterschaft. Sie gehören jetzt mit zu den Top-Favoriten. Also wir haben trotzdem noch 17 Spiele. Ja. Und daher ist es mir auch wirklich egal, was da von außen reinkommt. Es gibt viele Top-Mannschaften. Ich bin mir sicher, wenn alle Mannschaften, Homburg, Steinbach, Offenbach, den ganzen Zweiermannschaften, wenn diese Mannschaften alle richtig in Form kommen. Ja, das haben wir heute gegen Homburg gesehen. 2 Umschaltaktionen, das ist kein Zufall, das ist einfach Qualität. Dann sind wir kein Favorit, egal wo wir jetzt stehen. Wir sind da kein Favorit. Wir sind am Anschlag. Das haben wir geschafft. Wir spielen die ganze Zeit am Anschlag, holen das Maximale raus. Wenn das aber jede Mannschaft macht, jede Top-Mannschaft, dann sind wir nicht Favorit. Ja. Wenn sie es nicht hinbekommen, diese Mannschaften immer wieder Schwächephasen haben und wir bekommen es hin, ja, und stehen am Schluss irgendwo da vorne drin, ja, dann wollen wir nicht sagen, wir wollen nicht absteigen. Aber aktuell haben wir noch 4 schwere Spiele und danach haben wir in der Rückrunde nochmal weitere 13. Und bevor die 4 Spiele nicht vorbei sind, möchte ich auch über gar nichts sprechen.
Noch eine Nachfrage, Klaus? Noch eine Nachfrage, aber in den 4 Spielen wenigstens einen Platz an der Sonne halten über die lange, lange Winterpause, das wert könnte man doch als kurzfristig, mittelfristiges Ziel ausgeben. Ja, wir wollen vorne dabei bleiben. Wir wollen punkten. Wir spielen jetzt daheim gegen Offenbach. Wir wollen aber jedes Spiel gewinnen, ob wir jetzt 10. sind oder 1. oder 9. oder 14. Wir wollen immer gewinnen. Und daher ändert sich für uns nichts an der Herangehensweise. Platz an der Sonne wäre beim nasskalten Wetter natürlich angenehm. Gibt es weitere Fragen? Guido? Ja, vielleicht eine Frage an Herrn Schwarz. Hat Sie es überrascht, dass die Kickers als Aufsteiger doch so eine gute Rolle spielen? Und was glauben Sie, sind die Stärken eigentlich dieser Stuttgarter? Nee, überrascht hat mich nicht. Es war in der Vergangenheit oft so, dass Aufsteiger eine richtig gute Rolle gespielt haben. Ich habe es auch im Vorfeld des Spiels gesagt, die haben sich punktuell hervorragend verstärkt. Das ist eine zusammengewachsene Truppe plus das Publikum. Ja, da entsteht ja was. Das merkt man ja auch. Ich bin ja ein Schwab, ich kriege das schon ein bisschen mit. Und von dem her überrascht mich es nicht. Aber ja, da musste ich jetzt ja richtig gesagt, da ist ein großer Pool an Mannschaften, die da so gerade mitmischen. Und es geht am Ende des Tages, Konstanz zu zeigen in einer brutal schwierigen, komplizierten und ausgeglichenen Liga. Wir haben unsere ganz üble Phase hoffentlich schon hinter uns. Von dem her geht es darum, ein bisschen Matchglück zu haben. Ja. Wie jetzt auch heute. Ich muss vielleicht eins sagen, der Elfmeter war auch keiner. Also von dem her haben die Spieler selber gesagt, das war zweimal voll vorher an uns. Aber das gehört dazu, an so einzelne Spiele plus auch verletztenfrei durch die Runde zu kommen. Und dann ist, glaube ich, irgendwie auch alles möglich in der Liga. Und die Stärken von Stuttgarter Kickers hat man heute gesehen. Ja. Das ist eine Mannschaft, die unglaublich viel Power und Wucht entwickelt. Ja, wo man auch nicht so viel Zeit hat, Entscheidungen zu treffen. Vor so einer Kulisse dann zu spielen, ja, da entsteht dann was, wo nicht einfach ist, dagegen zu halten. Und dass sie auch noch geile Kicker in die Reihen haben, das macht das Ganze noch komplizierter. Und das sind die Kickers. Vielen Dank. Geile Kicker, das sind die Kickers. Ja, vielleicht Nachfrage, Herr Schwarz. Wie haben Sie den Turnaround geschafft? Denn Sie waren ja am Anfang wirklich eher Mittelmaß und plötzlich sind Sie eine Mannschaft, wo man sagt, wir können auch aufsteigen. Ja, auch wir hatten einen relativ großen Umbruch und am Anfang war dann gleich dieses DFB-Pokalspiel. Keine Ahnung, was das mit den Spielern gemacht hat. Alles kann man im Fußball auch nicht erklären. Ja. Und dann sind wir in so ein Fahrwasser reingekommen, wo auch viele jetzt grübeln anfangen haben. Und auch viele Neuzugänge haben dann, glaube ich, auch ein bisschen die Liga unterschätzt. Und dann fehlen die Erfolgserlebnisse und dann kommt so ein Druck auf, wo man sagt, ja, jetzt müssen wir das nächste Spiel unbedingt gewinnen. Und dann macht man als Mannschaft komische Dinge auf dem Platz. Und da haben wir eigentlich einfach nur die Ruhe bewahrt und uns an die einfachen Dinge hochgezogen, an eine klare Organisation. Und das haben wir dann einigermaßen hinbekommen. Und dann hat sich auch langsam die Qualität so ein bisschen gezeigt von den einzelnen Spielern. Und seitdem befinden wir uns eigentlich im stetigen Aufwärtstrend. Ja. Und auch heute zähle ich, wir haben diesen Aufwärtstrend jetzt nicht verlassen. Ja. Wir haben jetzt hier einen Punkt geholt bei einem richtig starken Gegner, haben vorher Steinbach zu Hause klar 3-0 geschlagen. Plus diese DFB-Pokal-Geschichte, die schwirrt halt um den Verein rum. Wir genießen das auch, aber es ist auch trotzdem brutal für die Truppe. Ja. Und ich glaube, in 2-3 Wochen geht es schon wieder weiter mit dem nächsten DFB-Pokalspiel. Und das alles wegzustecken, ja, da ist dann schwierig, die Konstanz zu halten. Aber das ist unser Job und das wollen wir auch versuchen zu schaffen. Schauen noch einmal in die Runde. Gibt es noch eine letzte Frage? Eine letzte Frage an den Musti. Das nächste Spiel kommt ja bereits am Samstag. Heißt das für Sie tiefer Boden? Man muss überlegen. Geben Sie vielleicht der Mannschaft einen Tag länger frei? Wie sieht's aus? Nö, also wir haben unseren Ablauf und daran ändern wir jetzt auch nichts. Ob jetzt ein tiefer Boden oder normaler Boden. Wir steuern immer gleich und daher haben wir unsere Regelwoche. Okay, vielen Dank. Bevor wir jetzt noch vorausblicken in die Zukunft, bitte ich noch ganz kurz unseren Präsidenten, Professor Dr. Rainer Lorz, zu uns. Ich habe es gerade eben angesprochen, Musti, das 100. Pflichtspiel. Wir haben das Spiel gegen Dorf Merkingen abgezogen, das ja mit 3-0 gewertet worden ist, ohne dass gespielt worden ist. Herzlichen Glückwunsch auch nochmal von den Stuttgarter Kickers. Danke.
einmal nochmal hinheben, genau. Ein Erinnerungsstück. Findet sicherlich einen schönen Platz bei dir, Musti. Für den FC 08 Homburg geht es am kommenden Samstag mit dem Auswärtsspiel nochmal auswärts beim VfR Aalen. Also es bleibt in der schwäbischen Heimat. Wird wahrscheinlich nochmal 3 Grad kälter auf der Ostalb. Dafür viel Erfolg. Und natürlich, wir wissen, wie schön es ist, zumindest gegen Fürth haben wir auch gewonnen, im Pokal zu gewinnen. Alles Gute nochmal fürs Achtelfinale. Und dann sieht man sich ja dann wahrscheinlich in einer hoffentlich heißen Phase nochmal in der Rückrunde, Musti. Ja, ist angesprochen worden. Nächsten Samstag der nächste Knaller gegen Offenbach. Stadion wird sicherlich wieder richtig voll sein. Darauf freuen wir uns. Ungewohnt zu sagen, dann schönen Restsonntag und dann guten Start in die neue Woche auf die Blaue. Dankeschön.